Hallo und willkommen zu einem neuen Favoritenvideo. Wir befinden uns jetzt im Monat Dezember und meiner Meinung nach der schönste Monat und ich hoffe, ihr habt schon eure ersten zwei Türchen aufgemacht. Ein neuer Monat bedeutet aber auch ein weiteres Favoritenvideo, denn im Monat November kamen wieder einige Sachen zusammen, die ich euch heute gerne ans Herz legen möchte, die ich einfach über den Monat gerne getragen oder verwendet habe. Und was das dieses Mal ist, das zeige ich euch jetzt. Und zwar beginnen wir zuallererst mit einem Kleidungsstück, was ich so über den November einfach echt gerne getragen habe. Es handelt sich um diese Röcke hier. Und das sind so ziemlich geradlinige Röcke, die man High-Waist tragen kann. Und das Besondere an diesen und wieso ich sie so sehr liebe, sind diese Knopfleisten hier vorne. Meiner Figur schmeicheln sie einfach sehr und über den Monat habe ich sie halt wirklich sehr oft getragen. Das hier ist jetzt zum Beispiel einer von H&M aus der Kinderabteilung in Größe 158. Ja, ich bin eine 158, juhu. Aber der ist einfach nur aus der Kinderabteilung von H&M, weil ich finde, dass es oft dort auch richtig schöne und auf jeden Fall günstigere Sachen gibt. Es dreht sich aber allgemein um diese Röcke. Also ich habe zum Beispiel von Monki auch einen, den ich auch sehr gerne über den Monat getragen habe. Das ist zum Beispiel dieser hier und der hat hier auch vorne so eine Knopfleiste. Und ja, ich mag diese Röcke einfach richtig gerne. Man kann sie vorne total schnell aufmachen. Außerdem kann man einfach eine Strumpfhose anziehen, schlichtes Oberteil und hat dann diesen Rock an. Und ist halt gleich irgendwie komplett angezogen. Und das finde ich einfach sehr schön, denn ich bin jetzt bei dieser etwas kälteren Jahreszeit so eine, ich schichte sehr gerne Klamotten, weil mir immer mega schnell kalt wird. Und da ist sowas halt sehr gut, weil man kann so einen Top tragen, darüber einen Pulli und dann einfach diesen Rock anziehen und ist halt, ja, richtig schön warm angezogen. Und deswegen mag ich diesen Style momentan total gerne. Ein weiteres Produkt, was ich letzten Monat echt gerne mochte, ist für die Hautpflege. Und zwar ist das von Garnier Body, das schöne Hautöl. Und das riecht super gut. Das ist so mit so einem Sprühding und das ist halt wirklich so sehr ölig. Also ich kann euch das mal kurz zeigen. Wenn man sich da so ein ganz bisschen, das war schon viel zu viel, auf die Haut macht, oh mein Gott, das riecht so geil, Leute, dann ist das halt eine ganz ölige Konsistenz. Und ja, es pflegt die Haut einfach sehr schön und nach dem Duschen, gerade an den Beinen, habe ich immer super trockene Haut und creme dann immer meinen ganzen Körper einfach mit diesem Bodyöl ein und es pflegt halt super, es ist mega reichhaltig und ich mag es auch einfach lieber, ölige Haut zu haben, anstatt die von dieser klebrigen Bodylotion. Wisst ihr, also wenn ihr eure Haut ganz normal mit Bodylotion eincremt, dann wird die immer so klebrig und ich hasse dieses Gefühl so übertrieben. Und ich mag das mit diesem öligen Zustand einfach viel lieber. Und ja, das Produkt mochte ich sehr, sehr gerne den ganzen Monat. Es hält auch tatsächlich mega lange. Ihr braucht zum Beispiel fürs komplette Bein, je nach Länge, also ich zum Beispiel brauche für meine Beine nur zwei von diesen Sprühpumpern. Und ja, keine Ahnung, für die Arme nur ein. Also es hält echt mega lange und oh, es riecht so unglaublich gut. Wenn wir schon bei der Pflege sind, dann mache ich weiter mit der Haarpflege. Und übrigens, ich habe meine Haare letzte Woche schneiden lassen und auch ein bisschen gefärbt. Ja, ich habe sie endlich mal wieder gefärbt und zwar einfach unten so ein bisschen aufgehellt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es zieht sich hier so ein bisschen rein. Und mir gefällt es sehr, sehr gut. Aber es gibt auch ein Produkt, was ich halt davor auch sehr gerne für die Haarpflege benutzt habe. Und zwar ist das von Redken und das ist das One United All-in-One Multi-Benefit Hair Treatment. Und das enthält so ungefähr 25 Funktionen, um die Haare zu schützen. Also ich persönlich habe jetzt noch nicht so alle herausgefunden, aber es ist auf jeden Fall, wenn man es sich so ein bisschen nach dem ja, Haare waschen in die Haare macht, wenn die Haare so ein bisschen handtuchtrocken sind, das sorgt einfach dafür, dass man die viel besser durchkämmen kann danach. Die scheinen sehr schön, finde ich. Und ja, es ist auch ein Hitzeschutz drin. Also es sind halt so ungefähr 25 Funktionen, die auch nochmal hier auf der Rückseite stehen. Ich weiß gar nicht, was noch. Hier steht noch, dass es dabei hilft, leicht sich damit die Haare zu föhnen. Man hat ein sehr leichtes Gefühl in den Haaren, wenn man es aufgetragen hat. So ein seidiger Touch irgendwie. Also total viele Sachen auf jeden Fall. Und ich habe das, ich glaube, im Januar auf der Fashion Week bekommen, bei der Marcel Ostertag-Show. Habe das irgendwie nie angerührt und erst jetzt so für mich entdeckt. Und ich mag es echt total gerne. Auch das hier riecht total gut. Ich bin ein absoluter Fan von Pflegeprodukten, die mega gut riechen. Also mit so natürlichem Zeug. Bye. Und ja, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, weil das wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Kommen wir zu einem Amazon-Liebling von mir und den trage ich sogar jetzt gerade auf meinen Lippen. Und ich finde diesen Ton so für die Herbst-Winterzeit super schön. Und zwar ist der von LA Girls. Das ist, glaube ich, so eine amerikanische Beauty-Marke, ich weiß es gar nicht. Und das sind die Matte Flat Finish Pigment Glosse. Und ich habe euch die, glaube ich, irgendwann auf meinem Kanal schon mal gezeigt. Ich weiß nicht mehr wann. Aber ich habe die jetzt wieder für mich entdeckt. Und das hier ist nämlich die Farbe Backstage. Und ich finde die Farbe richtig schön. Das ist so ein sehr dunkelrot irgendwie.
Und ja, die kosten bei Amazon, glaube ich, 4,50 Euro einer mit kostenlosem Versand. Also sind echt nicht teuer. Und ich mochte die total gerne, weil die sich halt richtig gut auftragen lassen. Meiner Meinung nach sogar besser als die Kylie Jenner Lip Kits, weil die auch dann danach nicht so einen dicken, also nicht, sich nicht so dick auf den Lippen anfühlen. Wisst ihr, wenn ihr dann was esst, so, dann ist das nicht so ekelig. Bei den Kylie Lip Kits, da ist es immer so, wird es so schmierig und keine Ahnung, ich mag das einfach nicht. Und der war auf jeden Fall sehr gut und deswegen ist das auf jeden Fall ein Liebling von mir geworden. Und wir kommen jetzt zum letzten Produkt. Und das ist ein Produkt, wonach ich, oder kein Produkt, es ist eine Tasche. Ich hole die mal schnell, wonach ich richtig oft gefragt wurde und angesprochen wurde. Und zwar ist es diese hier. Und diese Tasche trage ich jetzt, ich glaube, ich habe mir die Ende Oktober oder Mitte Oktober gekauft und trage die jetzt halt eigentlich durchgehend, immer, im Alltag. Weil ich habe einen rosa Mantel und dazu passt diese hellblaue Tasche halt sehr gut. Ich habe mir dann hier noch so einen Bommel gekauft, weil ich einfach finde, das peppt die Tasche nochmal ein bisschen auf. Und jeder, der mich darauf angesprochen hat, hat gefragt, ob das halt eine Designertasche ist, ob die von, ich kenne mich nicht so gut aus, ich habe jetzt schon Chanel gehört oder Celine, aber ich muss jedes Mal die Leute enttäuschen und sagen, die Tasche hat nur 14 Euro gekostet und ist von Deichmann. Und alle immer so, was? Deichmann? Die haben solche Taschen? Und ja, ich habe mir die Tasche damals bei Deichmann gekauft und diesen kleinen Bommel zusätzlich, der hat, glaube ich, 3, 4 Euro gekostet. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber ich habe eine ähnliche bei Amazon gefunden. Und den Bommel auch, das werde ich euch beides mal in der Infobox verlinken. Aber diese Tasche, da passt einfach unglaublich viel rein und ich trage die einfach immer bei mir und ich finde, die ist sehr zeitlos. Und ich mag sie einfach echt sehr gerne, auch so vom Obermaterial ist sie, ja, recht gut, sage ich mal. Also ist auf jeden Fall so für ein paar Monate ein schöner Begleiter und ich mag die echt gerne. Und weil eben so viele gefragt haben, woher die ist, wollte ich euch sie jetzt auch nochmal hier mit reinbringen. Und ja. Ein ganz, ganz großer Favorit von mir. Und ja, das war es jetzt auch schon mit meinem Favoritenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht ist der ein oder andere Favorit von mir ja auch für euch interessant. Ich werde euch alle Links einfach mal in die Infobox packen. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Und ansonsten kommt ihr jetzt hier zu meinen letzten zwei Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet und gebt mir gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!